keine Abnehmer für Manuel Akanji und Nico Schulz. Was passiert, wenn sie nicht verkauft werden? Und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Lasst zu Beginn gerne schon mal ein Like und falls ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da. Das letzte Video ist ja wieder über eine Woche her. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Das erste Mal im BVB-Stadion gewesen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne nochmal an und wir starten jetzt rein, was mit Akanji und Schulz passiert. Und zwar ist in 18 Tagen das Transferfenster zu. Das heißt, man kann keinen Spieler mehr verpflichten, verkaufen, verleihen oder sonst da was. Akanji plant seine Zukunft auch nicht beim BVB und er soll auch verkauft werden, genauso wie Nico Schulz, der auch gar keine Rolle bei Edin Terzic spielt. Also sollte der bleiben, wird er auf gar keine Einsätze kommen, höchstwahrscheinlich. Und bei Akanji hat man ja immer mal wieder Interessenten gefunden mit Inter Mailand, Manchester United und so weiter. Aber da ist es dann nie so richtig zu richtigen Gerüchten gekommen. Das waren immer nur so Spekulationen. Und was passiert, wenn eigentlich beide bleiben? Der BVB hat sich damit noch nicht so richtig befasst, weil noch ein bisschen Zeit ist. Aber ja, man könnte sich ein bisschen denken, Manuel Akanji wird Aushilfsinnenverteidiger, wenn jetzt zum Beispiel sich jemand verletzt, wie aktuell, da hat der BVB Hummels und Schlotterbeck als Stamminnenverteidiger, aber dahinter sind nicht mehr so richtig viele. Und zwar wäre da noch Koulibaly, man hätte Collins aus der Jugendschule und dann wäre auch noch Akanji da als Aushilfsinnenverteidiger, also der könnte dann mit ein paar Einsätzen planen. Bei Nico Schulz würde es aber gar keine Einsätze geben, weil Guerreiro ist gesetzt hinten links und dahinter hat man Eigengewächs Tom Rothe, der auch auf Einsätze hoffen darf. Zudem muss man natürlich bedenken, dass beide zusammen 12 Millionen Euro im Jahr den BVB kosten und das ist sehr viel. Davon Manuel Akanji 3 Millionen Euro Jahresgehalt und Nico Schulz 8 Millionen Euro. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich frage mich, wie der so einen Vertrag bekommen konnte, dass der 8 Millionen Euro verdient. Das ist komplett viel zu viel für die Leistungen, die er beim BVB gebracht hat. BVB-Kapitän Marco Reus hadert mit Abgängen. Es ist immer wieder schade zu sehen, dass wir unheimlich gute junge Spieler verpflichten, die dann aber leider den Traum haben, sich nach 2 oder 3 Jahren nochmal woanders weiterentwickeln zu wollen. So der 33-Jährige mit Dembele, mit Aubameyang, mit Sancho, Pulisic, Haaland und weiteren sind das unter anderem Beispiele für diesen Satz, den Reus geäußert hat. Das sind alles Spieler gewesen, die sind so 3 Jahre, 2 Jahre geblieben und dann sind sie weitergegangen zu noch besseren, vermeintlich besseren Clubs und viele davon sind abgestürzt. Da könnte man glatt sagen, wären sie doch lieber in Dortmund geblieben. Dembélé hatte eine schwere Zeit, Aubameyang ist ganz gut angekommen bei Arsenal, aber hat auch nicht seine traumhaften Saisons dort gespielt. Jadon Sancho kann man komplett vergessen, von dem hat man fast gar nichts mitbekommen, hat einige Tore geschossen, aber es war jetzt nicht so traumhaft. Und Pulisic habe ich auch nicht so richtig mitbekommen. Der einzige, der gut angekommen ist jetzt in der Anfangszeit, ist Erling Haaland, der gleich mal zu Beginn den Doppelpack, glaube ich, geschnürt hat. Zudem hat sich unser Kapitän auch nochmal geäußert, wenn diese Spieler geblieben wären, würden wir einiges rasieren in Europa. Und so ist es auch, weil wenn jetzt zum Beispiel noch ein Haaland, ein Sancho, ein Pulisic und weitere Spieler von denen, die ich vorhin aufgezählt habe, geblieben wären, dann hätte man natürlich so einen krassen Kader, wie ihn zum Beispiel der FC Bayern München hat. Und die machen das gut. Die holen Titel und die Spieler, die dahin kommen oder da sind, die wissen, oh ja, hier kann man Titel holen und wir bleiben hier und müssen hier gar nicht weg, weil hier die Chance auf Titel da sind. Und das ist halt das Problem des BVB. Die Ambition, Titel zu holen, sind auf jeden Fall da. Vor allem diese Saison wird da, denke ich, etwas zu holen sein. Vor allem im DFB-Pokal, die Champions League jetzt glaube ich eher nicht. Da gibt es auf jeden Fall viel, viel bessere Vereine. Aber der DFB-Pokal kann wieder in greifbare Nähe kommen. Und ja, in der Bundesliga glaube ich auch nicht, weil da die Bayern halt wirklich mit Mané und den ganzen anderen Spielern, die sie verpflichtet haben, einfach gut aufgestellt sind. Aber ich glaube, dass da was möglich ist, wenigstens einen Titel diese Saison mitzunehmen oder wenigstens eine erfolgreiche Saison ohne Titel zu spielen. Und so sagt auch
One Football, wo ich ja meine ganzen Informationen herziehe. Man wird sich wohl eher beim BVB auf nationale Titel konzentrieren als auf europäische. Europäische Titel sind ja dann jetzt die Champions League. Da wird man, wie gesagt, nicht so viel reißen können. Also ich glaube schon, dass man ins Viertelfinale einziehen kann, wenn man die Mentalität dazu hat. Und die hat man gezeigt gegen Freiburg. Und da will ich jetzt auch noch mal hinkommen, und zwar meine Freiburg-Analyse. Und zwar habe ich das Spiel nicht ganz gucken können. Ich war im Urlaub, aber ich habe vieles mitbekommen und viele Eindrücke gesammelt von den ganzen Spielern. Zum Beispiel Jamie Beino Gittens, der sich richtig, richtig gut geäußert hat. Auf dem BVB-YouTube-Kanal habe ich mir das angeguckt, und der hat die ganze Zeit im ganzen Video gegrinst, im ganzen Interview, und der fühlt sich einfach wohl. Natürlich war das ein Torwartpatzer, aber das ist dem Jungen scheißegal. Der macht das Ding und der freut sich natürlich dann auch. Und dass man halt, wie gesagt, nach einer schlechten ersten Halbzeit einfach mal diese Mentalität hat, das Spiel auf 3 zu 1 zu drehen, obwohl es wirklich nicht danach aussah, mit vielen Fehlpässen. Die Leistung hat nicht ganz so gestimmt, aber man ist trotzdem zurückgekommen. Edin Terzic natürlich mit super Einwechslungen, mit Wolf, Moukoko und Beino Gittens, die alle getroffen haben. Hätte jetzt noch Julian Brandt getroffen, dann wäre das natürlich das Händchen des Händchens gewesen vom Trainer. Aber ja, Julian Brandt war ja auch beteiligt beim Moukoko-Treffer. Es macht einfach Laune zu sehen, wie die Mannschaft dann doch zusammenhält und einfach an sich glaubt und das dann auch geschafft hat. Das sind die ersten 6 Punkte. Mehr Punkte kannst du nicht holen aus 2 Spielen. Im DFB-Pokal bist du weitergekommen. So kann man wirklich mal in die Saison reinstarten. Nico Schlotterbeck hat sich auch mit Christian Streich ein bisschen gerieben. Aber das gehört alles dazu. Für Nico Schlotterbeck natürlich auch geil, gegen den Ex-Club gewonnen zu haben. Das war meine Analyse, das war das Video. Ich würde sagen, schreibt eure Meinung zu. Zum Beispiel Schulz, Akanji, Marco Reus, seinen Aussagen in die Kommentare, falls ihr irgendwas dazu schreiben wollt. Und sonst würde ich sagen, bin ich raus. Lasst ein Like und ein Abo da und ciao, ciao. Der BVB.